Seraphische Liebeswerk Solothurn, kurz SLS, ist 1919, also vor genau 100 Jahren, entstanden. Das Bedürfnis, Menschen in Not zu helfen, war zu dieser Zeit gross und so haben die drei Mitglieder der franziskanischen Laiengemeinschaft, der Krankenpater Florian Walker, der junge Arzt Fritz Spieler und seine spätere Frau Hilda Spieler-Meyer den Verein SLS gegründet. Heute besteht der Verein Seraphis Liebeswerk Solothurn aus der Schwesterngemeinschaft und widmet sich nach wie vor den Aufgaben zum Kind, Jugendlichen, Familien und Einzelpersonen in schwierigen Zeiten zu helfen. Die Wirkungsbereiche des Seraphischen Liebeswerks sind verschieden. Das geht von Beratung, geht über Unterstützung, geht über Führung von Institutionen wie ein Tagesheim oder das Ermöglichen von der Existenz oder weiterer Existenz von Institutionen, die eines vom Seraphischen Liebeswerk gegründet worden sind, heute der andere geführt. Von Anfang an ist dem heiligen Antonius von Padua ein grosses Vertrauen entgegengebracht worden. Er ist zum Schutzpatron der Neugründung geworden, was dazu geführt hat, dass das erste Liebeswerkhaus mit Antoniushaus bezeichnet worden ist. Das Antoniushaus hat eine grosse Bedeutung für die Menschen, die sich an uns wenden in den verschiedensten Lebensfragen und Situationen, wo sie drinstehen, wo sie merken, wir brauchen da eine Gebetshilfe, sie vertrauen uns die Sorgen an, wir bringen die in die Kapelle und bitten den heiligen Antonius, Fürbitte beim himmlischen Vater einzulegen, dass damit es Lösungen gibt in diesen Problemen, wo die Menschen drinstecken. Und die Menschen, die kommen, die finden immer auch wieder Kraft und Hilfe in der Kapelle. Ein weiteres Angebot ist das Sorgentelefon, das von der Schwesterngemeinschaft ins Leben gerufen worden ist, damit Menschen in Not auch spontan mit jemandem reden können oder einfach jemanden haben, der zulässt. Bei den Sorgenbriefen und auch beim Sorgentelefon geht es nicht um eine eigentliche Beratung, sondern ein Entgegennehmen von Anliegen, oder auch von Gebetsanliegen und das nachher auch weitergeben an lieb Gott oder an heilig Antonius zur Fürsprache. Um in allen verschiedenen Aufgabenbereichen aktiv zu wirken, kann das SLS auf die Unterstützung von rund 75 Mitarbeitenden zählen. Mitarbeitende, also was Angestellte mitarbeiten, sind für uns auch sehr wichtig. Einerseits könnten wir viele Aufgaben gar nicht wahrnehmen ohne sie. Und sie sind aber nicht nur als Arbeitskräfte wichtig, sondern auch durch ihre ergänzende, inspirative Mitwirkung. Ein Angebot, das schon seit Jahrzehnten zum SLS gehört, ist die Kleiderannahme und die Kleiderbörse. Die Kleiderbörse vom SLS ist ein Hilfsangebot für Familien und alleinstehende Personen, die mit einem knappen Budget leben müssen. Und es ist unser Anliegen, die gespendeten Sachen an möglichst viele Leute direkt weiterzugeben. Die Kleider, Schuhe, Spülsachen, Bad- und Bettwäsche kommen vorwiegend von privaten Spendern, aber auch von verschiedenen Kleiderbörsen, die ihr Lager räumen. Und einen kleinen Teil von den Sachen gehen wir auch dazu kaufen für Kinder, vor allem Pyjama, Unterwäsche und Socken. Damit der Gönner und Spender, die die Kleider geschickt haben, gedankt werden kann, wird sorgfältig Buch geführt. Wir arbeiten mit einem Bezugskartensystem. Die Karten werden von Sozialdiensten in der Region Solothurn ausgestellt. Für Leute mit Sozialhilfe, aber auch Ergänzungsleistungen zu IV und AHV oder Working Poor. Das heisst, Leute, die arbeiten, aber sie kommen lange nicht. Früher sowie auch heute ist eine wichtige Aufgabe des SLS, Menschen, die in einer Notsituation sind, direkt können zu helfen. Es sind vor allem Familien mit finanziellen Sorgen, Familien, Alleinerziehende, aber zum Teil auch Einzelpersonen. Und da wollen wir offene Ohren haben und gut abklären,
Ist das so? Wir verlangen natürlich auch Belege, dass wir verantwortungsvoll umgehen können mit dem Geld, das wir zur Verfügung haben, für Menschen in Not zu helfen. In der reichen Schweiz gibt es heute sehr viele Menschen in prekären finanziellen Situationen. Dass sogar irgendwie Zahnarztrechnungen oder auch Zügelkosten, Selbstbehalt von der Krankenkasse, das Budget durcheinander bringen. Viele sind gar nicht in der Lage, Rückstellungen zu machen für Unvorhergesehenes oder auch für Rechnungen, die nur einmal oder zweimal ins Haus flattern. Wichtig ist, dass wir nicht nur finanziell helfen wollen, sondern auch offene Ohren haben für Anliegen, die sie haben, Probleme, die sie haben. Da ist einfach das Zuhören sehr wichtig und kann vielleicht auch eine Brücke stehen, zu einer Fachstelle, wo sie professionelle Hilfe bekommen können. Ein familienergänzendes Angebot bietet das Tagesheim für Kinder Ziegelmatt an. Das Tagesheim Ziegelmatt vertritt die Philosophie von der Gemeinsamkeit, aber sehr grossen Respekt zu den Kindern, die Wertschätzung zu den Kindern. Und wir wollen eigentlich auch ein bisschen individuell betreuen. Also das einzelne Kind fördern. Wir machen ja auch Beobachtungen. Wir tauschen das zusammen austauschen und machen nachher die nächsten Schritte für die Kinder. Das kann sein, wenn wir merken, dass ein Kind vor Rollenspiel machen, dass wir Sachen für Rollenspiel auch zur Verfügung stellen. Oder wenn wir merken, ein Kind will mehr mit einem einzelnen anderen Kind spielen, also Freundschaften, tun wir das sehr unterstützen und auch fördern, wenn immer geht. Es kommen Kinder zum Beispiel ab 6 Monaten. Es kommen Kinder, die in die Schule gehen. Sie können bis 12-jährig bei uns bleiben. Wir haben Kinder zum Teil mit Beeinträchtigungen. Im Moment haben wir keine, aber wir wären immer wieder offen, dass Kinder, die zum Beispiel mit Trisomie 21 oder anderen Benachteiligungen bei uns könnten sein. Wir haben immer die Möglichkeit, auch Preise zu senken für bedürftige Leute, sozial und finanziell Benachteiligte. Und ich kann sehr flexibel aufnehmen. Ich habe eine Spatzung für Notfallaufnahmen. Eltern, die wirklich gerade in einer schwierigen Situation sind, kann ich ganz kurzfristig Kinder zusätzlich aufnehmen. Eine weitere Institution ist das Theresia-Haus, das 1927 vom SLS gegründet worden ist und seit 2016 eine eigene Stiftung ist, die aber immer noch die serafischen Grundwerte verfolgt. Das Theresienhaus ist eine hauswirtschaftliche Ausbildungsstätte. Wir führen für die IV berufliche Massnahmen durchführen. Wir bieten ganz verschiedene Ausbildungen an, von Hauswirtschaftspraktikerinnen über Praktiker Küche bis zum Betriebsunterhalt, Hotellerie und Wäscherei. Im Theresienhaus stehen insgesamt 21 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Wir setzen uns ein für junge Menschen mit besonderen Bedürfnissen, mit erhöhtem Unterstützungsbedarf vielleicht, auch Menschen, die vielleicht an einem anderen Ort keine Ausbildung machen könnten. Und für diese jungen Menschen, für die setzen wir uns ein. Für Schülerinnen und Schüler von der Volksschule, die nicht mehr richtig platziert sind, bieten wir es Berufsvorbereitungsjahr an, als Vorbereitung auf ihre Ausbildung. Und für ehemalige Lernende bieten wir noch 2 Wohnangebote an, das begleitete und das betreute Wohnen. Mit der Bereitschaft zu Veränderungen sind über all die Jahre vielfältige Weiterentwicklungen entstanden. Die Anpassungen waren ganz unterschiedlicher Art. Das konnte auch wieder von einem Aufgeben, von einer Schließung von einem Bereich, wo nicht mehr nötig geschonen hat, über Veränderungen, über vom Konzept oder auch durch Übergabe an jemand anderes, der nicht vom serafischen Liebeswerk war, wo daraus auch wieder eine sinnvolle soziale Aufgabe weiterentwickelt hat.
aus dem Kinderheim Waldhöfli sind wertvolle Impulse in der Paar- und Familienberatung weiterentwickelt worden. So hat das Seraphische Liebeswerk 1994 die Beratungsstelle Scala eröffnet. Die Beratungsstelle Scala ist eine Paar- und Familienberatungsstelle, wo man alle Anliegen, die ein Paar- und Familienleben betreffen kann, bei uns besprechen kann. Das sind kommunikative Themen, Familienprobleme, Kinder- und Jugendliche Themen, Pubertät, Ablösung, Eltern, alte Eltern, der ganze Rahmen hat eigentlich Platz hier bei uns. Die Beratungsstelle Scala zeichnet aus, dass Klienten hier Co-Beratung bekommen. Das heisst, dass nach Möglichkeit immer ein Mann und eine Frau im Beratungsteam anwesend ist. Das heisst, dass sowohl die männliche wie die weibliche Seite gerade auch bei ein paar Themen vertreten ist. Das ist sicher etwas, was speziell ist. Was weiter erwähnenswert ist, dass Leute hier können, einkommensabhängige Beträge zahlen können. Also es wird nicht eine Pauschale verrechnet, sondern je nach Einkommen zahlen die Leute nachher einen Betrag für die Beratungssequenzen. Also die Mediationen sind gerade hier für unsere Fachstelle ein wichtiges Angebot, weil die Trennungs-Scheidungsberatungen sind das andere Standbein von unserer Fachstelle. Und für uns, da sind wir wirklich überzeugt, dass es ganz wichtig ist für ein Paar, das auch gemeinsame Kinder hat. Und wenn sich das Paar trennen will, dass mediative Sitzungen, wie wir denen sagen, sehr wichtig sind in Bezug auf Kinder. Weil sie sind und bleiben Eltern von diesen Kindern, auch wenn sie als Paar schon lange nicht mehr zusammen sind. Und das ist ein Spagat manchmal für gewisse. Und darum ist es extrem wichtig, dass die im Gespräch sind. Und Mediation bedeutet ja auch, den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Es geht gar nicht mehr darum, dass sie einverstanden sein muss mit dem Vis-à-vis, sondern nur noch, was ist gut für unsere Kinder. Und das ist etwas, was wir mit grossem Einsatz gerne verfolgen. Das SLS hat sich über all die Jahre von folgendem Motto leiten lassen. Seine eigenen Grenzen zu kennen ist das eine, sich darin ergänzen zu lassen, ist das Entscheidende. Vernetzung mit anderen Institutionen, Projekten sehe ich als wichtig, weil es uns ein bisschen vor Schmalspurdenken, Schmalspurlösungen bewahren. Und ja, vieles wird auch auf diesem Weg wird entwickelt und kann auch weitergegeben werden. Und schlussendlich kann man es dann auch so eben auch weitergehen, im letzten Moment vielleicht sogar ohne uns. Die heutige Schwesterngemeinschaft besteht aus 35 Schwestern, die sich zur Lebensaufgabe gewählt haben, sich bei den verschiedenen karitativen Tätigkeiten des SLS zu engagieren. Bei uns in der Schwesterngemeinschaft können junge Frauen eintreten, die sich sozial-karitativ einsetzen möchten und ein christliches Leben mit uns zusammenführen. Der Zusammenhalt in der Gemeinschaft ist schön. Wir leben miteinander, wir beten miteinander, wir arbeiten miteinander. Ja, wir sind nicht allein, wir haben einander und das macht Freude. Die Gemeinschaft ist im Kleinerwerden begriffen und da sind wir auch dran, Wege in die Zukunft zu suchen. Das Franziskushaus ist ein Wohn- und Pflegeheim für bedeckte und pflegebedürftige Schwestern vom SLS. Da es zentral gelegen ist, kann die Beziehung zwischen ihnen und der Schwesterngemeinschaft immer noch gut gepflegt werden. Je nach Befinden helfen sie auch noch gerne mit bei verschiedenen Diensten im Haus. Auch das Feiern von Fest ist ein wichtiger Teil im Jahresablauf. An der Mittleren Greibegasse 4 befindet sich das Welcoming House. Das Welcoming House ist ein Begegnungsort, wo sich Menschen philippinischer Herkunft mit Landsleuten treffen, das von philippinischer Kultur geprägt ist. Der Schwerpunkt der sozialen Tätigkeit wurde auf Aufnahme, Begleitung und Beratung für Frauen in Not gesetzt, vorwiegend philippinischen Frauen, die in der Schweiz leben. Uns ist wichtig, die philippinische Kultur und religiöse Werte, die sind Bestandteil unserer Identität. Und die Philippinerinnen feiern gerne natürlich Fiestas und verschiedene Anlässe
Und einfach beisammen sein beim Essen, beim Singen oder beim Tanzen. Und das verbindet natürlich die Heimat mit der Heimat. Und das macht's glücklich. Aber sogar über die Schweiz raus hat das Wirken der SLS-Schwestern Kreise gezogen. Und so haben sie auf den Philippinen die Gemeinschaft der Franciscan Sisters gegründet. Heute sind rund 50 einheimische Mitschwestern in verschiedenen Regionen in den Philippinen im Einsatz. Die Franciscan Sisters for Infante et Familia oder FSPIF feiern dieses Jahr 40 Jahre Jubiläum. Im Jahre 1979 wurde diese philippinische Gemeinschaft von der Schwesterngemeinschaft Seraphisches Liebeswerk Solothurn gegründet. Und im Jahre 2017 haben sie vom Rom die Autonomie oder das Dekret erhalten, dass sie jetzt als Gesellschaft apostolischen Lebens mit bischöflichen Rechts haben. Die verschiedenen Projekte und Tätigkeiten vom SLS werden in der Antonius-Zeitschrift dokumentiert. Die Antonius-Zeitschrift, das ist ein Organ, ja, ein Heft, ein Heftchen, das uns mit vielen Menschen außerhalb vom SLS verbindet. So mal sind es auch ganz viele Wohltäter, die Abonnenten sind vom Antonius-Heft. Und das ist ein Organ, wo wir einerseits versuchen, auch ein bisschen geistige Kosten zu vermitteln. Und zum anderen auch ist es eine Möglichkeit, ein bisschen Einblick zu geben in das Wirken des Seraphischen Liebeswerks. Ein relativ neues Angebot ist Sonntagskaffee, wo immer am letzten Sonntag vom Monat angeboten wird. Sonntagskaffee ist ein Angebot für Menschen, die an einem Sonntagnachmittag der Zeit hätten und vielleicht sogar auch Lust hätten, ins Antoniushaus zu kommen oder zumindest einmal auf Solothurn und vielleicht noch jemanden mitnehmen und nicht allein einen Kaffee trinken. Und das hat sich ergeben aus den Briefen, die wir gelesen haben, dass so Menschen könnten herum sein, Männer wie Frauen, aber vor allem auch Frauen, vor allem auch ältere Frauen, die an der Sonntagnachmittag manchmal doch auch ein bisschen eine Lücke geben kann. Was soll ich machen, woher kann ich gehen? Und da haben wir angesetzt. Schaut man zurück auf die Geschichte des Seraphischen Liebeswerks Solothurn, wird klar, dass es über all die Jahrzehnte immer wieder Veränderungen gegeben hat, die im Zeitgeist angepasst waren. So auch in der Zukunft. Ich wünsche dem SLS, dass es seine Aufgabe möglichst lange noch weiterführen kann. Dass es Leute gibt, die sich diesen Menschen annehmen, die in seelischer und auch finanzieller Not sind. Dass sie die Herausforderungen mit viel Mut und Weitsicht werden meistern. Viele Ressourcen, gute Ereignisse und Erlebnisse, dass die einzelnen Frauen auch gesund sind und weiterhin die richtige Aufgabe, die sie haben, übernehmen können. Also ich wünsche dem SLS, dass sie weiterhin mit so einer grossen Offenheit ihre Angebote am Leben erhalten und dass auch nicht zuletzt die Professionalität, die man tagtäglich auch gespürt im SLS, dass die weiterhin erhalten kann bleiben. Dass sie weiterhin so können agieren können mit ihrer Weitsicht, mit ihrem grossen Herz und ihrem Sachverstand und immer wieder gespürt, wenn etwas nötig ist und wenn man etwas auch wieder verabschieden kann. Das hat mich immer sehr beeindruckt, wie sie das gemacht haben, dass sie das weiterhin so können im Rahmen von ihren Möglichkeiten. Ich bin sehr dankbar für unsere Mitarbeitenden, für die Wohltäter, die uns dabei helfen. Vielen herzlichen Dank. Salamat. Für das SLS wünsche ich mir, dass das Bestehende, das von den Gründern her geleitet worden ist, dass das weitergeführt werden kann und dass wir auf dem guten Weg bleiben. Vor allem, dass die Sendung, der Auftrag, den das Liebeswerk hat, seit der Gründung her, die Kernaufgabe für benachteiligte Menschen da zu sein, kann weiterführen. Für die Zukunft wünsche ich dem SLS, dass es offen bleiben kann für Zeitbedürfnisse, lebendig und mutig im Antwort geben, wenn es um Veränderungen geht.